Höret, höret, digitale Edelleute und kabellose Kleinbauern. Ich habe eine Ankündigung zu machen. Denn wie das Schicksal es will, wird ein großer Gast an diesem Sonntag, dem 2. Juli, in der Honigwabe erscheinen. Und zwar ist die Rede von mir. Ich werde in der Honigwabe meinen rechtmäßigen Platz im Dreigestirn einnehmen. Also solltet ihr dabei nicht fehlen. Ach ja, und neben mir wird auch noch eine vielleicht dem einen oder anderen flüchtig geläufige Persönlichkeit aus der thüringischen Lokalpolitik zugegen sein. Die Rede ist von einem gewissen, Björn Höcke. Ich weiß, man kann sie ja nicht alle kennen, aber nach der heutigen Honigwabe wird dieser Mann sicher in aller Munde sein und seine Chancen auf eine bedeutende politische Karriere beträchtlich vergrößert haben. Nun ja, und damit die Jungs vom Verfassungsschutz im Chat nicht die Mehrzahl bilden, brauchen wir nun mal euch, getreue Untertanen. Also lauscht unseren Worten, wenn wir über Frankreich und den Stolzmonat diskutieren und begrüßt mit Kaspar Schlumm und mir eine kontroverse Figur der deutschen Politiklandschaft. Wer hätte einst gedacht, dass die Dinge so rasch zu solch reifer Blüte sich entwickeln?